Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, uns erwartet, glaube ich, eine heiße Atmosphäre. Annähernd 30.000 Dresdner, die ihre Mannschaft frenetisch anfeuern werden. Dresden steckt bis zum Hals im Abstiegskampf. Und dementsprechend wird es ein hart umkämpftes Spiel. Wir wollen dort gewinnen. Wir wollen das weitermachen, was wir angefangen haben, das, was wir gesagt haben, dass wir so hoch wollen wie möglich, dass wir oben dran bleiben wollen, dass wir jeden Platz, den wir klettern können, auch wirklich klettern wollen. Und dazu muss es ein beherzter Auftritt werden. Ja, das war gut Fußball spielen, das war gut verteidigen, das war aber auch schnell nach vorne spielen. Und das nach Möglichkeit von Anfang an. Ich glaube, Dresden wird uns alles abverlangen und auch die Atmosphäre wird uns alles abverlangen. Trotzdem freuen wir uns auf ein Spiel. Ich erkenne bei der Mannschaft auch die Woche gute Spiele, gute Spielformen, sehr spielfreudig. Und deswegen erwarte ich eigentlich, dass wir da ein gutes Spiel hinlegen. Ich freue mich auch auf die Premiere von René Vollert, der zum ersten Mal dann jetzt zeigen kann, was in ihm steckt, dann auch unter richtigen Wettkampfbedingungen. Darauf freuen wir uns, auch für ihn. Er hat sehr gut trainiert in der Zeit, war immer hinten dran, hat sich immer sportlich absolut professionell verhalten. Und von daher eine gute Gelegenheit auch für ihn, zu zeigen, was er drauf hat. Ja, im Moment gehe ich von Kai aus. Er hat, glaube ich, einfach die Chance verdient. Er hat, als er reinkam, hier seine Sache gut gemacht, hat das Spiel mitgedreht, auf unsere Seite gedreht, hat einfach, denke ich, auch verdient. Auch das über seinen ständigen Trainingseinsatz, Trainingsfleiß, wobei ihm der Dominik natürlich in nichts nachsteht. Trotz alledem, ja, habe ich einfach das Gefühl, dass auch dafür Zeit ist, dass er auf der Position jetzt zeigen kann, was er drauf hat. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.